ihr Süßen, heute gibt es einen sommerlichen Tiramisu. Ich habe klassische Tiramisu-Rezepte hier schon auf meiner Seite. Kann ich euch nochmal verlinken. Aber heute wird es fruchtig und sommerlich und lecker. Wir brauchen Löffel Biskuit, entweder die mit Zucker und ohne. Ich habe irgendwie die ohne Zucker. Habe ich falsch gegriffen, aber ist völlig egal. Eine Flüssigkeit, ich tunke sie gerne in Milch. Ihr könnt Kakao nehmen, Kaffee nehmen, einen Saft nehmen. Die Flüssigkeit, die ihr mögt. Ja, das ist ganz wichtig. Die Creme, da steht vorne drauf, frische, kalte Schlagsahne, Mascarpone, Puderzucker. Ich nehme auch gerne Puderzucker, nicht Zucker wegen den Kristallen. Puderzucker löst sich hier besser auf. Und als Geschmack habe ich Vanillepaste. Ihr könnt es aber auch natürlich mit Zitronenschale, dann habt ihr es noch fruchtiger. Aber ich mag Vanille. Hier habe ich ein bisschen Tiefkühlobst, das habe ich ein bisschen auftauen lassen. Das werde ich so zwischendurch mal pürieren und auch so als Schicht geben. Aber ich will natürlich auch frisches Obst ein bisschen zum Beißen und später als Deko und etwas weiße Schokolade. Hier bei Obstmengenangaben gibt es kein Falsch. Ich schreibe euch so, was ich jetzt habe. Ihr könnt aber ein bisschen weniger nehmen oder mehr, je nachdem, wie viel Obst ihr da drin haben wollt. So, wir starten, indem ich das erstmal schön steif schlage. So, ich bin fertig. Schaut euch das mal an. Und hier ist kein Sahnefest, gar nichts drin. Das ist perfekt. Wollt ihr das Ganze natürlich mit so Tupfen spritzen, müsst ihr natürlich so ein bisschen sahnesteif oder sahnefest reinmachen. Aber ich brauche einfach nur eine Creme. Und ich mag eher, wenn das so cremig ist, wie wenn das dann so hart und trocken ist, sage ich mal. Also ich finde es perfekt. So, wir starten, indem ich jetzt mir meine Auflaufform schnappe. Ich nehme hier so eine ganz normale Standardform, nehme jetzt meine Kekse, tunke sie rein. Und was ich jetzt gleich mache, ist noch mein Obst pürieren. So, meine Creme ist fertig. Das habe ich mit einem Pürierstab gemixt. Das ist natürlich auch kein Muss. Ihr könnt das weglassen und es direkt mit Obst machen. Aber ich will es heute so richtig fruchtig krachen lassen. Hier habe ich meine Löffel Biskuit. Ich nehme sie einfach, nehme für mich Milch einmal rein, zack und das raus. Nicht zu lange. Ich muss sagen, ich esse, wenn ich draußen Tiramisu esse, immer finde ich, dass diese Kekse zu matschig sind, weil man die zu lange in der Flüssigkeit baden. Rein, raus und das war's. Die saugen sich schon genug mit dieser Flüssigkeit auf und das gibt natürlich jetzt auch ein bisschen Flüssigkeit ab. So, ich mache jetzt die erste Schicht fertig und dann kommt was von meinem Fruchtpüree drauf. Die erste Schicht ist drauf. Ich muss sagen, hier hat es ja irgendwie perfekt gepasst. Ich musste nichts schneiden, also perfekt. Jetzt kommt, wie gesagt, die Hälfte da drauf. Nee, ich glaube, ich gebe das Ganze. Ach, ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall kommt jetzt erstmal eine Schicht davon. Okay, sorry Leute, ich habe mich für das Ganze entschieden. Es ist ja jetzt nicht so viel. Das verteile ich jetzt schön bis Ecken und Kanten und die Kekse können natürlich auch jetzt diese Flüssigkeit noch toll aufnehmen. Darauf kommt natürlich jetzt Creme und dann schichte ich das weiter und zum Schluss oben drauf kommt dann mein leckeres Obst. Und genau, probiert mal die Creme. Da ist ja nicht so viel Puderzucker, aber ich finde das langt, weil die Kekse haben Zucker, Milch ist ja ein bisschen süß und das Obst ist ja auch süß. Und obendrauf kommt ja auch später ein bisschen weiße Schokolade. Also ich finde es perfekt. Ja, so sieht es aus. Und jetzt kommt die gute Hälfte drauf und dann streiche ich das Ganze glatt. Und dann kommt die nächste Keksenladung drauf. So. Ich bin fast fertig. Schaut euch mal bitte, wie schön sind diese Schichten. Ich habe die letzte Schicht drauf. Und es wird so langsam voll. Aber okay, das kann weg. Hier sind mir 3 Kekse übrig geblieben, aber ist überhaupt nicht schlimm. Je nach Form, die ihr habt, kommt ihr dann mit hin oder es bleiben Kekse übrig. Das ist ja nicht schlimm, die kann man naschen. Jetzt nehme ich hier mein Obst und verteile es querbeet hier drauf und dann kommt es in den Kühlschrank. Und dann habt ihr einen leckeren Frucht-Tiramisu. Da wir natürlich jetzt frisches Obst drauf machen, würde ich sagen, man kann ihn heute essen, morgen essen. Und am dritten Tag müsst ihr dann natürlich mal sehen, wie das Obst halt noch aussieht. Aber ich kann mir vorstellen, es ist jetzt sehr früh. Wir kriegen heute Abend Besuch, dass der heute Abend schon leer ist. Ja, also jetzt einfach querbeet verteilen. Wie gesagt, ihr könnt auch diesen Fruchtspiegel euch in 2 teilen und nochmal als Schicht oben drauf. Also ihr müsst es mit dem frischen Obst nicht machen, aber ich mag es und ich will jetzt es richtig krachen lassen mit frischem Obst, solange jetzt noch die Saison da ist, auszunutzen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Habe ich was vergessen, steht es unten in der Infobox und ich zeige euch dann später nochmal den Anschnitt. So.
Okay, ich wollte euch das mal zeigen, wie schön das aussieht. Obwohl ich muss sagen, ich bin kein Profi im Dekorieren. Ich kann besser essen. Aber okay, jetzt kommt noch meine weiße Schokolade oben drauf und dann kommt er in den Kühlschrank und den lassen wir uns heute Abend schmecken. So, ihr Süßen, so sieht er aus. Ich will gar nicht viel quatschen. Wir wollen essen. Einfach lecker. Der ist so saftig, so fluffig und seht ihr diese Creme? Ich finde ja, man muss schön Creme haben. Nicht mit der Creme geiern. Der ist perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Also ihr Lieben, viel Spaß beim Nachmachen. Freue mich natürlich auf einen Daumen, auf ein Herzchen und lasst es euch schmecken. Bis dann. Sorry, ihr Süßen, noch einen kleinen Tipp. Ich habe ihn ja heute Morgen gemacht und wir essen jetzt. Jetzt ist auch spät Abend und es ist in Ordnung. Es ist schon wichtig, würde ich sagen, den Tiramisu, und das mache ich eigentlich immer, wirklich einen Tag vorher zuzubereiten, damit die Löffelbiskuit genug Zeit haben, ein bisschen weich zu werden. Also wirklich einen Tag vorher machen, im Kühlschrank lagern. Aber das Obst würde ich dann machen am nächsten Tag, vor ihr es servieren wollt. Also es muss nicht kurz davor sein, aber einfach am nächsten Tag würde ich dann frisch das Obst machen. Und dann ist es perfekt. Ja, weil wir gucken, dass wir es jetzt leer essen und bis morgen leer gegessen haben. Aber danach natürlich bei den frischen, ganzen frischen Erdbeeren und so, kennt ihr ja, danach wird es halt bestimmt nicht mehr so schön aussehen. Ja, also macht ihn wirklich einen Tag vorher, lagert ihn im Kühlschrank, am nächsten Tag mit Obst fertig dekorieren. Und genießen, das wollte ich noch sagen.